Ohne Spaß, wie soll ich denn bitte... Wow! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Wir haben ein Problem. Alle Mann raus hier. Oh Gott, ein Auto. Wir wurden begraben. Wir werden sterben. Haben wir es geschafft? Warum? Wer ist gestorben? Stretch hat dich von dem Auto überfahren lassen. Boah, Stretch, Alter. Ohne Spaß, was bist du so ein Idiot? Scheiße. Eigentlich bin ich da dran schuld, aber was soll ich da schon groß tun? In dieser Situation. Da machst du halt nichts. Polizisten. Der Freund und Helfer. Und Hass gegen ein GTA. So, Koksnutte, weg hier. Okay, ab ins Auto, Jungs. Alle Mann. Rein in die Karre, yo. Stretch, Junge. Alter, Stretch, Alter. Schalt mal in die... Ein Idiot, ey. Da haut der aber auch hier Sachen raus, so. Okay. Dann halt die Abkürzung. Wow, okay, das ist ne... Wow, okay, alles klar. Woo! Es war natürlich geplant, das so zu machen. Ich meine, das macht halt einfach mal jeder so. So. Wir sind ein Amphibienfahrzeug. Amphibienfahrzeug. Und sieht man ja nicht. Das sieht man ja wirklich nicht. Und wir sind auch ein Seitenfahrfahrzeug. Oh. Okay, wir müssen hier raus. Alle Mann, raus. Könnt ihr alle schwimmen? Bestimmt, oder? So, alle Mann an Land. Wo ist ein Stretch, Alter? Hier bin ich. Alle sind so kehrt. Oh, what the fuck. Scheiß Heli, Alter. Verpisst euch mal. Wir brauchen dringend ein Fahrzeug. Und diesen Heli, der muss weg. Weg damit. Heli, gib auf. Dann halt doch die normale Pistole. So, ich bräuchte jetzt bitte irgendwann mal ein Auto. Und ich weiß, dass uns alles hinterherkommt. Geht mir nicht alle auf den Sack. Stretch, Junge! Chill mal nicht! Haben wir jetzt schon wieder ein Heli an? Okay, wir müssen zur Straße, Jungs. Gib Gas! Leute, jetzt sehen die uns nicht mehr. Das ist ja auch voll lustig. Lama, Stretch, Alter, was geht mit euch? Ich bin das Spiel nicht so dumm. Kommt, müssen die Bullen abhängen, Alter. Wir chillen einfach hier, lass mal ein Lagerfeuer machen. Auf jeden, sieht gut aus. Klappt sogar wirklich. Und Spaß. Ja. Das ist wie bei DayZ. Ach, scheiße. Wenn uns die Zombies nicht sehen, tun sie uns auch nicht weh. Aber irgendwie fürchte ich, dass nicht so funktioniert, wie ich es mir gerade erhofft habe. Haben wir hier irgendwo ein Auto? Nein, steht ein Auto. Okay, das nehmen wir uns. Meldegehorsamst, wir brauchen ein Auto. Oh nein, wir haben schon 4 Sterne und ich bin tot. Das ist ja sau schwer, von diesen doofen Polizisten wegzukommen. Da stelle ich mich aber auch an wie der erste Mensch. Muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist richtig dumm von mir.
So, komm, jetzt rein hier. Leute, ab ins Auto. Gib mal Gummi. Ja, auf jeden. Erstmal die Straßenstarre kaputt hauen. Also, wir fahren hier lang. Wir müssen mal ein bisschen in die Innenstadt, glaube ich. So, hier entlang. Schild über den Highway, da verfolgen wir uns auf keinen Fall. Oh, vor uns sind, glaube ich, Polizeiwagen. Ah, die sehen uns schon wieder. Scheiße, okay. Die haben uns geschnitten. Gesehen auf jeden Fall. Oh, hier ist der Flughafen, kann das sein? Wow! Euch hier. Wäre natürlich geil, wenn wir uns einfach ein Flugzeug schnappen könnten, dann gib ihm, ne? Das wäre saulustig, aber naja. Macht halt nix. Hier kommen wir ja wirklich auf den Flughafen. Jeden Wagen, dreh dich um. So ist fein. Aufs Flughafengelände. Yippie! Oder? Oh, hier ist ein Fluss, das ist nicht so gut. War doch nicht so Flughafengeländemäßig. Hab ich jetzt begriffen. Oh oh. Hier sind ziemlich viele. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht hier runter. So, hier lang. Wo geht denn hier auf die Scheißstraße? Kann ich hier vielleicht irgendwie so ein bisschen undercover hier rein vielleicht? Nein, auch nicht. Ohne Spaß, ihr seid alle so witzig, man. Ihr seid allesamt so lustig. Ihr ganzen Scherzkekse. Weiterfahren, jetzt sehen uns die Bullen gleich wieder. Ja, da sind sie schon, okay. Wir müssen wirklich mal das Auto wechseln, fällt mir auf. Alter! Warum? Lass mich hier durch. Hier hinten verstecken. Hier sind wir gut mit dabei. Kommt raus, Jungs. Ah, sieht gut aus. Lass mich auf dem Schrottplatz verstecken. Da finden uns die Bullen nie. Jawohl! Boah, sind wir gut, Alter. Begib dich zu Franklins Haus. Ja, kriegen wir hin, kein Thema. Ja, auf dem Schrottplatz hätte ich einfach mal gleich machen müssen. Gebe ich ja zu, das war voll dumm von mir. Hallo? Geh mal rein da. Bitte rücken. Dankeschön. So. Echt mal, was für eine Scheiße sind wir schon wieder eingeraten wegen euch Idioten, ey. Thank you for that, dog. This all on you, LD, lanky dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll. Und Spaß, unsere Heckschütze verschwindet auch gleich beim nächsten Crash, ey. Ich seh's jetzt schon. I don't care if you see GF for life, man. Hauptsache jetzt erstmal nach Hause. Done, you dig? Actually, we ain't see GF for life, cause all that man is giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'm gonna reach cross lines, alright? And conversate with the purple home. So fahren wir richtig. Yeah, yeah, schön. That's a good idea, man. Smart shit. Gute. Oh, scheiße. Ja, und da ist die. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Obwohl ich am Moment könnte, die abzuschütteln, ne? Okay, komm mal her, Auto, komm mal her. Ja, ja, doch nicht. Ist ein bisschen schwer, die Heckschütze jetzt loszuwerden. Ja, auch nicht. Auch nicht. Schade. Egal, okay, lassen wir das sein. Fahren wir lieber nach Hause. Da, wo wir hingehören. Zack, durch hier. Oh, wir sind, glaube ich, einmal falsch abgebogen. Egal, kein Problem. Zack, zack.
Und dann auch hier, zack. Wow, wow, okay, ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool. Habt ihr es gesehen? Oh, scheiße. Entschuldigung. War nicht so gemeint. Tut mir fett, sorry. Und wieder ein schönes Auto kaputt. Egal, ey, ja, wir haben es geschafft, Mann, weil wir gut sind. Shut the fuck up. Hell no, nigga. Lass mal unsere Tante aus dem Spiel, Junge. Wir sind kein Spitzel-Wichser. Wir wollen nur keinen dummen illegalen Scheiß mehr machen. Wir sind für jeden illegalen Mist zu haben, aber nichts, was irgendwie leichtfertig ist. Wir wollen die große Kohle. Wie bei Breaking Bad, Alter. Neuer Kontakt, Stretch. Okay, und jetzt scheinen wir ja nur noch Lester auf der Marke zu haben. Dann können wir zu Michael. Denn Michael ist verrückt. Mal sehen, was Lester diesmal für uns hat. Wahrscheinlich wieder irgendwelche krassen IT-Wix-Dinger. Oder wo ist Michael? Am Strand oder was? Säuft sich einer an vielleicht? Man weiß es nicht. Man weiß es doch alles nicht. Ja, romantische Musik, Junge. Oh Gott, das ist ja auch GEMA. Nichts hier. So. Yeah. Oh, die Feuerwehr, auf jeden. Alles klar, Feuerwehr, wir geben euch Gleitschutz. Ich brauche mal kurz Karte. Ah, wir sind gar nicht so weit weg von Lester, okay. Oder was wären hier noch? Hier wären ja doch noch Franklin-Dinger gewesen. Einmal. T, keine Ahnung was. Und noch ein Freak. Na egal, jetzt sind wir schon Michael, jetzt geht's zu Lester. So, weiter geht's. Wir sind falsch abgebogen. Was hat Michael eigentlich für eine Spezialfähigkeit? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Viel zu lange nicht mehr gespielt. Egal. Machst du nix, aber wir spielen noch länger und weiter und doller und geiler und cooler. So. Lester, wo schickst du uns hin? Was haben wir hier, hä? Gucken wir mal. Darnell Bros. Oder Bros. Bros, Junge! Besorg dir aus deinem Kleiderschrank oder einen gehobenen Kleiderschrank für Spielkleidung, um die Mission zu starten. Okay. Warte mal, da sind doch auch Kleider, oder? Ja, Lester, chill mal. Kann ich hier nicht was von dir haben, Alter? Oh, jetzt muss ich echt noch losfahren, oder was? Was ist hier überhaupt für eine Firma? Werden hier kleine asiatische Kinder dazu verdammt, irgendwelche Sachen zu stricken, oder was? Ja. Gut. Aber da hinten ist ja sogar schon ein Klamottenladen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Nach hinten. Nach vorne. Da lang. Upsi. Aber ich glaube, hier kann ich lang. Das wird er gerade mit der Weste, Alter. Eingehen an von Amanda. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Was? Kann sich jetzt entscheiden, Familienmitglied helfen oder sein lassen oder was? Ja, ist okay. Now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen. Mein Auto steht hier irgendwie ziemlich doof, habe ich das Gefühl. So. Geh zu Amanda. Wo ist denn Amanda überhaupt? Gehen wir mal auf die Karte. Ja, sicher. Ist ja nicht weit. Und das um 4 Uhr morgens oder was? Ach nee, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Okay, jetzt gleich mal schnell zum Ende. Gib mir einen Jeep. Geh weg. Ja, bist ein toller Geschäftsmann, bist ein Held. Ich muss jetzt leider losfahren. Ey, Geschäftsmann, hättest du auch mal einen besseren Jeep fahren können, Alter. Was für eine Tucker-Dinger hier. Lol. Ach, echt mal, du Idiot, du bist schuld. Auf deine Versicherung, nicht auf meine. So, jetzt aber schnell hier.
Wir waren Amanda. Amanda war unsere Tochter oder unsere Frau? Ich glaube unsere Frau. Egal. Hauptsache, wir müssen da schnell hin. Und dafür sorgen, dass sie auch in den Knast kommt. Ach nee, stimmt, das ist unsere Frau. Schade, ich wollte jetzt genau da durchschleifen. Ey, guck mal, der Typ da im Auto mit dem weißen Jeep, der sieht aus wie Eisenberg. Breaking Bad, Junge. Wie Mr. White. Mr. White Man. Ich sehe jetzt erst die Ironie darin, Mr. White Man. Weißbrot, Junge, egal. Ach ja, ach ja, ach ja. Leute, ich freue mich, wenn ihr das hier seht. Ist es schon wieder? Nee, noch nicht. Aber bald, nachdem ihr das hier seht, ist Zeit für Beyond Two Souls. Boah, ich freue mich so, ey. Ohne Spaß. Die Heavy Rain war damit für die PlayStation 3 so geil, wa? Und Beyond Two Souls wird auch so super. Ich freue mich so. Und dafür wird es natürlich auch ein Let's Play geben. Dann laufen ja von mir schon 5 Let's Plays oder so. Ach, du Schande, ey. So, ich bin ja schon da.